Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, lange Pause war. Oh, dann geht das Gelenke schon wieder los, ne? Lange Pause ist gewesen. Ich habe tatsächlich TSW auch privat überhaupt nicht gespielt, weil ich einfach, ja, ich hatte einfach keine Lust, ne? Und heute habe ich gedacht, oh ne, eigentlich hast du richtig Bock, eine Runde Secret World zu zocken. Und deswegen nehme ich dich jetzt mit. Ich war als letztes stehen geblieben bei der A Dream to Kill Quest-Reihe und da bin ich gerade bei Wenn das Beil fällt. Und da sind Kinder verschwunden, habe ich von den Kindern im Lager erfahren im letzten Part. Das ist ja nun auch schon ein bisschen her, ne? Und ich möchte jetzt hier am Dimirhof gucken, ob da hier irgendwelche Hinweise sind. Ob man hier irgendwie was findet, ne? Darüber, ob die hier irgendwo sind. Ja, nach Informationen über die verschwundenen Kinder. Ja, nee, mit dem brauche ich, glaube ich... Upsala, mit dem, glaube ich, reden brauche ich nicht. Das ist ja sinnlos. Was ist denn jetzt? Oh, ups, hast du das gesehen? Was ist denn hier los? Okay. Oh, sag mal! Hast du... Da kamen die aber... Die kommen aber von einem Ende weit weg, ne? Ich glaube ja wohl, das geht langsam los, ey. Na gut, okay, kein Ding. Ich hau euch auch kaputt, wenn ihr aus der Ferne auf mich zugestürzt kommt. Ich bin da schmerzbefreit, ne? So ist nicht. Hier stehen auch noch welche. Nehme ich auch gleich noch mit. Ich habe jetzt auch wirklich, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe zum Beispiel das Halloween-Event auch gar nicht, also das neue, habe ich gar nicht gemacht. Und ja, irgendwie manchmal ist das dann so, ne? Okay, da sind noch mehr Wölfe. Give me more. Als Pets sind die ja ganz niedlich, aber so sind die schon eher lästig. Ich glaube, das war hier oben drin, oder? Ich weiß das aber nicht hundertprozentig. Da liegt auf alle Fälle mal ein Brief. Ach so, die exploiten. Ah, okay. Dann. Zack, zack. Hat sich's ausexploitet, ihr Mistviecher. Ja, meine Knöpfe finde ich auch nach ein paar Wochen noch. Ist das denn nicht wunderbar? So, dann jetzt aber rauf hier. Brief, den möchte ich untersuchen. Ah, okay. Was steht denn hier Schönes? Geliebter Gatte, wann kommst du endlich nach Hause? Ich vermisse dich. Ich hasse dich. Nein, du kommst nicht nach Hause. Sie verbreiten schlimme Gerüchte über Silvio und mich, als würden wir die Kinder verschleppen. Aus Menschen macht man keine Wurst, das sage ich unserem Sohn jeden Tag. Es waren bestimmt die Leichenfresser, die wollten immer nur totes Fleisch, in das sie ihre Sägezähne graben. Vielleicht wollen die Ghule nicht mehr darauf warten, bis ein Körper zu einer Leiche wird. Vielleicht verschleppen sie die Kinder. Das ist monströs und deshalb macht man aus Ghulen Wurst. Warum bist du nicht zu Hause? Die Feen schreien im Fleischwolf wie bimmelnde Glöckchen. Ach, die sind echt krank, ne? Du solltest hier sein und dir die wunderbare Musik zusammen mit mir anhören. Kommst du nicht nach Hause? Wann kommst du nach Hause? Silvio ist groß geworden. Du wirst sehen, wenn du nach Hause kommst. Aber du kommst nicht nach Hause. Du bist tot. Bis bald. Olga, Alter, haben die hier einen Hau? Also, das ist echt unglaublich. Die Gulager nach Informationen über die verschwundenen Kinder durchsuchen. Ja, mache ich das. Alter, sind die... Die sind doch nur bescheuert, oder was? Nee, ich weiß es ja auch nicht so genau. Okay. Sprint an und go, go, go. Ja, ja, lauft mir mal hinterher, ihr blöden Wölfis. Zack. Das ist... Also, da haben sie auch so eine richtig so eine... ja, weiß ich auch nicht. Kennst du diese Horrorfilme, wo dann immer diese, ja, ich sag jetzt mal Hillybillies, ne, in irgendwelchen Wäldern sind und irgendwelche Jugendlichen überfallen und alle Inzest betreiben und weiß ich was nicht alles, ne? So sind die Dimirs auf ihrem Hof, oder nicht? Also ich finde schon, ist total unmöglich, ey. Okay. So, jetzt bin ich schon bei den Ghoul-Lagern. Ach ja, hier war ich auch schon mal. Ach, jetzt kann ich nochmal gucken. Der Rare Mob fehlt mir natürlich nach wie vor vielleicht. Sieht man den ja irgendwo. Nach Informationen soll ich hier gucken. Ja, nee, ist klar. Weißt du, ist ja auch nur ein ganz kleines Gebiet. Also hier liegen so ein paar Orochis rum, aber die zählen wohl nicht, wahr? Die haben es auch verdient. Was ist denn hier? Noch mehr Ghule. Ghule über Ghule. Da sind noch mehr Orochis. Guck mal, da ist doch... Was denn hier? Nee, da bin ich schon wieder raus, ne? Okay, nee, da ist nur die kleine Kifferin. Okay. Da ist die Orochi-Leiche.
Ich weiß das auch nicht mehr, wo das war. Also, ich glaube, ich habe die Questreihe auch nur einmal gemacht oder so. Also von daher, komm mal her, ich hau jetzt hier, ich guck jetzt, geh jetzt hier mal ein bisschen ein paar Ghule hauen und geh da mal ein bisschen weiter rein. Mal schauen, ob sich da was findet. Ich meine, manchmal, was war das, eine Ghoul-Falle da vorne? Ja. Mhm. Roma-Falle benutzen. Mache ich das mal. Warum? Ach, jetzt ist die ausgelegt. Dann können da die Ghule reintappen, oder was? Okay. Gut, hier, kommt her, ihr Ghule. Da ist eine Kiste drin, die sagt mir aber wohl nichts. Ach, Mann. So, die Fallen bringen mich auch nicht weiter. Ich bin auch schon wieder zu weit raus aus meinem Kringel gelaufen, glaube ich, hier. So, komm her, hier. So. Ja, ich gehe jetzt hier einfach mal so systematisch vor ein bisschen, glaube ich. Ja, ja, du Sumpfghoul, kommt her, hier sind noch mehr. Ich wollte hier meine 7 haben, Mensch, was ist da los? So. Ach ja, mir fällt mir gerade ein, den Mauszeiger sieht man jetzt gar nicht mehr, ne? Weil ich ein anderes Aufnahmeprogramm tatsächlich mal wieder nehme. Ah ja, weil wie das denn immer so ist, weißt du, macht das eine Zicken, macht das nächste Zicken. Und bei dem hier kann man den Mauszeiger irgendwie nicht separat einstellen, bei dem Programm, was ich jetzt nehme. Da sieht man den dann leider nicht. Das ist dann halt so. Kann ich leider nicht ändern. Ich könnte natürlich das andere Aufnahmeprogramm nochmal rauskramseln, aber... So. Na gut, hier waren wir nun schon, ne? Das hat mich nicht viel gebracht hier. Ja Mensch, aber ach, da guck mal, da liegt doch was rum hier. Von Ghulen angenagte Orochi-Leiche. Ist ja auch geil. Okay, die gucke ich mir mal genauer an. Oh, oh, das wollte ich nicht. Würdest du bitte sterben? Danke. Ich muss da mal die Leiche untersuchen. Ah, okay. Was steht denn hier? Beilfall nicht mehr sicher. Die Anlage wurde von unbekannten Wesen angegriffen. Zwei Flüchtige, einer männlich, einer weiblich, beide Einheimische, die vorübergehend in der Anlage festgehalten wurde. Beide tragen Standard-Mikrochip. Mit ausgegebenen Tracker ausfindig machen. Suchradius wegen der flüchtigen Kinder ausdehnen. Nach Ergreifung alternativen Übergabeort erfragen. PS, Achtung vor unbekanntem Wesen. Ja, na, was soll ich sagen? Oh, ich sehe gerade, ich habe auch Post. Ich habe hier oben, oben über der Minimap sieht man das dann immer, ne? Naja, sag mal, was bist du denn für einer? Ein Waldklumpen. Ist ja auch geil, okay. Na komm her, du Waldklumpen. Wo kam der denn hergerannt? Ist der... Manchmal frage ich mich schon, ne? Ich habe Post in London. Siehst du, habe ich auch noch gar nicht abgeholt. Die habe jetzt gleich drauf losgedaddelt. Weil ich einfach Lust hatte. Die hole ich dann wieder bei Gelegenheit ab. Sollte sie von jemandem von euch sein. Ich bekomme da ja hin und wieder dann mal ein Brieflein. Und ja, wenn du länger nicht online gewesen bist, dann ist das ja immer so eine Sache, ne? So, okay. Sag mal. Waldklumpen. Ach, der heißt... Ach, das war der Ramob. Guck mal, ist ja cool. Der heißt auf Deutsch Waldklumpen. Ich habe mir den als Forest Lump aufgeschrieben. Ja, sehr cool. Ja, cool. Cool, cool. Ja, das gefällt mir. Ja, ich habe das Sternchen schon dran gesehen. Na, so ist nicht. Also ich habe schon gesehen, dass der ein Sternchen hat. Und das sind dann ja im Normalfall die Rares. Aber der Name sagte mir nichts. Weil Forrest Gump natürlich eigentlich eine Anspielung auf Forrest Gump ist. Deswegen verstehe ich das manchmal nicht, warum dann Sachen übersetzt werden. Also sowas müsste man doch eigentlich lassen, oder? Also das übersetzt man doch dann nicht, oder wie? Hier bin ich doch dann. Hier bin ich doch nicht richtig, oder was? Das übersetzt man dann ja nicht. Also ich hätte es nicht übersetzt, wenn ich da was zu sagen gehabt hätte.
Habe ich aber nicht, deswegen. Okay. Oh Gott, das laggt, ne, wieder. Ich fasse es echt nicht, ey. So, dann hier. Okay. So, hier muss ja jetzt dann irgendwas sein wohl, ne? Tja, ich gehe erstmal hier drüben gucken. So, okay. Ja, hier piept es schon schneller, ne? Ich bin dann immer ruhig, weil ich muss dann immer ein bisschen lauschen. Okay. Nee, das war da, war es aber schneller. Ich gehe jetzt mal hier unten lang. Ach, guck mal, ja. Was ist denn hier los? Blut verschmiert, irgendwelches Zeug. Nee, hier bin ich aber nicht richtig. Vielleicht doch da oben. Dann gehe ich da mal hoch. Oh Gott. Hier komme ich natürlich so nicht hoch, wa? Vermutlich nicht. Ach, meh, ey. Da muss ich rumlaufen wieder. Ach, das ist ja blöd. Na gut, egal. Na gut, egal. Dann husche ich da oben mal lang. Über die Brücke oder so. Mal gucken. Dille, dille. Dille, dille. Oh, ja, über die Brücke. Weißt du, ey. Ja, jetzt wäre ich da fast wieder runter. Ich bin dann immer so im Tran, weißt? Also wenn du so, ja, und dann läufst du und dann zählst halt am Eng und, ja. Okay. Ja, also hier piept es doch jetzt wie Bulle, oder was? Ah, okay. Mikrochips benutzen. Der Blutspur folgen. Ja, nee, ist klar. Die führte doch da unten hin, oder was, ne? Ja, ich wollte doch gerade sagen, da. Da bin ich doch gerade. Nicht, dass ich da nicht gerade schon gewesen wäre, aber macht ja nichts. Was sind denn das für Mobs hier? Ach, das sind hier so kleine nur. Okay, alles klar. Die nehme ich damit. Ich bin da ja dann immer echt ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil das Ganze ist ja eigentlich, soll das ja eine Sabotagemission sein, aber bisher war noch nichts Sabotagiges dabei. Dann muss ich immer die Mobs echt vorher ein bisschen anschauen. Nicht, dass die hier mir so eine, weiß ich was, 100k-Mobs hinstellen. Okay. Ja, hier war ich doch schon. Hier liegt Blut verschmiert, hier ist noch mehr Blut. Und noch mehr Blut. Die Anlage betreten. Beifall betreten, benutzen. Ja. Öffnet sich nicht. Ja, nee, ist klar. Öffnet sich nicht. Okay. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich tatsächlich an diese Mission. Ich weiß, da brauchte man dann irgendwie die Schlüsselkarte von dem einen Orochi, glaube ich. Und irgendwie kann man hier... Warte mal, das muss man hier nämlich... Das war total tricky. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo hier konnte man was anklicken mit dem Scanner. Ich weiß das auch nicht mehr genau. Ah, jetzt geht's. Die Tür zur Anlage aufsperren. Da musst du echt mal gucken. Das funktioniert nicht einfach. Da muss man dann echt... Es ist irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Immerhin hat es jetzt funktioniert. Ich weiß, das letzte Mal musste ich auf einen Server-Reboot warten. Okay. Handabdruck nicht identifiziert. Netzhautscan nicht identifiziert. Guck mal, und jetzt wird es nämlich eklig. Jetzt kann ich nämlich hier den von dem verstümmelten Orochi-Mitarbeiter habe ich jetzt... Warte, ach so, ich will mit E, weiß das Inventar aufmachen, ist auch geil. Habe ich jetzt hier so ein Auge. Guck mal, ein Augapfel. Ist doch lecker, oder? Also, ist doch toll. Ich finde es total supi. Und von dem anderen da vorne kann ich die Hand nehmen. So... Und jetzt kann ich hier nämlich aufmachen. Und hier oben auch. So, und jetzt kann ich hier in diese merkwürdige Anlage hinein. Ja, bitte betreten. Ach ja, Mensch. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich der Sabotage-Part kommen.
vermute ich auf jeden Fall mal. Okay, ich bedanke mich jetzt aber fürs Zuschauen. Ich mache hier an dieser Stelle dann im nächsten Part weiter und werde die Anlage weiter untersuchen. Ich freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich, dass du auch wieder eingeschaltet hast, trotz der großen Pause, die jetzt bei The Secret World ja doch irgendwie geherrscht hat. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber manchmal ist es so. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Und ja, wir sehen uns aber schon in Kürze im nächsten Part wieder. Ich danke dir jetzt sehr und sag bis dahin. Ciao, ciao.